Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Ja, letzte Folge wollten wir eigentlich ins Verlies und dann haben wir so einen Blutmond irgendwie reingekriegt. Oh, cool, da war noch ein Dämonenbanner. Ja, das war ein bisschen lästig. Wir haben auch nicht viele Bücher rausgekriegt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe die dabei, sehr schön. Wir haben auch nicht sehr viele Bücher rausgekriegt, das war ein bisschen lästig. Ich habe es letzte Folge schon mal angesprochen, das ist auch ein bisschen nervig, dass wir ständig immer rauf und runter müssen. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich ein bisschen die Welt einfrieden. Weil ich keinen Bock habe, hier immer durch Berg und Tal zu laufen. Es geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Wir werden auch immer, also wir werden jetzt jede Folge immer mal ein Stück machen. Denke ich mal. Lass mich raten, das Ding. Doch, okay, er ploppt kaputt. So. Keine Sorge, ist gleich vorbei. Wovon? Wovon habe ich bitte gerade Schaden gekriegt? Achso, vom Sandblock, der runtergefallen ist. So. Das mache ich natürlich auch noch aus mehreren Gründen. Ich setze jetzt einfach nicht nur, ich baue jetzt nicht nur die Erde ab, weil ich jetzt Bock habe, die Erde abzubauen. Ganz im Gegenteil, ich finde, Dankeschön. Ich finde das stumpfe Erde abbauen ein bisschen langweilig. Ich finde das stumpfe Erde abbauen ein bisschen langweilig. Darum werden wir auch gleich was dagegen tun. So. Ist halt gut, dass sie nicht mal an uns rankommen, ne? Das mache ich aus einem nicht ganz uneigennützigen Grund, was ich gerade tue. Ihr werdet gleich sehen, warum. So. Die Reihe würde ich noch gerne wegnehmen. Ich will nicht mal gucken, ob ich hier auch Bäume pflanzen kann in der Wüste. Weil ich brauche sehr viel mehr Bäume. Ich brauche sehr viel mehr Bäume. So. Ich bin gespannt, ob hier nachher was drauf wächst. So, alles klar. So, dann werden wir nochmal eben auf dem Weg zum Verlies sein. Und uns, oh, guck mal, da wächst auch noch ein Baum. Ich werde jetzt einfach alles abholzen, was baummäßig aussieht. Das werde ich jetzt einfach alles beschlagnahmen hier. Du stirbst mal eben bitte. Ich glaube, hier unten ist kein Baum mehr, oder? Nee. Hier unten ist kein Baum mehr. Dann gehen wir eben einmal zurück. Wie viel Holz haben wir? 42 Holz. Das reicht bei weitem nicht. Nein, bitte nicht nach oben gehen. Bleib bitte unten. So, dich nehmen wir auch nochmal eben mit. Also das war jetzt so eine kleine kreative... Bist du denn gestrandet? Du kommst nicht hier rüber? Ist das dein Ernst halt? Maurer. Erhöht die Geschwindigkeit, mit dem Felder belegt werden. Es sagt mir halt nicht, was ich damit machen könnte. Lebensformanalysator. Ja, gut. Okay, du hilfst mir jetzt nicht gerade sehr viel weiter, aber Bro, ja, ich will nicht, dass du ertrinkst und ich sehe, was das Wasser hier für ein Problem ist. Darum werden wir das mal eben so machen. Wir werden das mal eben ändern hier. Ich will echt nicht, dass der Typ mir hier ertrinkt. Ja, sehr schön. Du ertrinkst halt trotzdem. Der ist so ein Dude, Alter. Der säuft gleich. Soll ich mir das eigentlich... Ja, so ähnlich. So ähnlich sollte es halt sein, ne? Bitte dahin bauen. Ja, so aber auch nicht. Danke. Das kann weg, das kann weg. Naja, und er ist tot.
Warum machst du das mit mir? Das weg, das weg, das weg. Du bist bitte hier. Ja. Alles klar. Dann haben die hier so einen kleinen Überweg wenigstens. Worüber man nachher rübergehen kann. So. 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 Alles klar. So, dann können wir auch wieder was Neues pflanzen. Dann war es das auch schon gewesen. Dann ist nur noch alles mitnehmen, was hier nicht auf den Boden gehört. Da kommt halt ein Slime an. So. Ringelblumen haben wir wieder mit. Hier machen wir wieder ein bisschen Terraforming. Ja. Ein Stück tiefer, bitte. Ja, das ist die Ebene. So. Die Viecher lernen das auch nicht, ne? Dass sie mich hier nicht erwischen. So, das hat hier nämlich alles seine Ordnung. Auch wenn das nicht so aussieht. Aber es ist so. Ertrinke ich gerade? Gleich. So, ertrinken wollen wir natürlich auch nicht. Okay, das kann so bleiben. Das geht mir dann wieder ein bisschen auf die Nerven hier. Ja, und ich weiß, ich habe die Fackel gerade weggenommen. Aus Versehen. Na, absichtlich, absichtlich. Es war absichtlich. So. Auch ernsthaft? Ja, hier, komm. So. Ich weiß halt nicht, ob ich das hier noch verändern soll, ne? Das können wir mal eben so machen, dass das hier ein Aufgang wird. Dass man hier leichter nach oben gehen kann. So. Damit es halt gemütlicher zum Hochgehen ist. Ich frage mich gerade, warum das so lange dauert. Ich dachte, das ist... Ah ja, gut. So, Wasser braucht keiner. Ich wollte doch eigentlich nur Dings mitnehmen. Holz. Ich weiß gar nicht, ob in die Richtung, wo ich gerade... Doch, in die Richtung, wo ich laufe, war Holz. Ja, da ist es. Hier kommt, ich nehme ihn auch noch mal eben mit. Das wird alles benötigt. Wie gesagt, um die Slimes kümmern wir uns nicht, dafür haben wir unsere Begleiter. Die machen den Rest. Sieht ein bisschen unwirklich aus, ne, mit diesem Schneesturm. Welt hier. So, da haben wir ganz viel liegen lassen. Ja. Das nehmen wir mal eben mit. Halb so wild. Hier werde ich auch nochmal irgendwann Fackeln stellen. Und mir fehlt, glaube ich, noch eine Himmelsinsel. Es müssten, glaube ich, 3 Stück sein. Wieso ist hier nicht noch Schneesturm? Kannst du mal aufhören, bitte? Hier ist doch gar kein Schneebiom mehr. So. Alles klar. Wie viel Holz haben wir? 450, das sollte reichen. Oh, ein Pinguin, aber den kann ich nicht mitnehmen.
So. Wir nehmen noch mal ein bisschen hell hier. Dass man auch was sehen kann. Das ist ja... Au, danke. So, war hier noch in der Höhle irgendwas? Jetzt sind wir in der Höhle drin. Nicht wirklich, ne? Egal, wir gucken trotzdem mal eben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Erze, die wir verpeilt haben. Oh, bist du nicht ein Dämonenschrein oder sowas? Haben wir aber nichts dafür, was wir gerade brauchen könnten. So, aber wie es aussieht, haben... Wie es halt aussieht, haben wir alles gelootet. Das Viech ist drollig. Aber tot. Wir können jetzt nochmal eben hier unten gucken. Habe ich keine... Ich wollte gerade sagen, habe ich keine Leuchtstäbe mit? Kann man eben kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh je, das wird jetzt ärgerlich. Ja, blockier dich mal eben. Wo ist er? Da ist er. So, danke. Danke fürs Gespräch, mein Freund. Das war sehr aufschlussreich. Ich glaube, hier ist nur Wasser, ne? Hey, hier geht's weiter. Da kommt noch ein Gegner. Okay, alles klar. Ja, mal eben eine Fackel platzieren. Dass man wenigstens etwas sieht. Ja, wie das aussieht, das ist hier alles nur noch... ja, Untergrund, ne? Mal eben Luft holen. Ich weiß, da kommt ein Viech auf mich zu. Aber es juckt mich halt ehrlich gesagt nicht wirklich. Okay, das ist ein bisschen übel. So. Machen wir es damit. Oh, wir sollten Luft holen. Ich sehe nichts mehr. Dankeschön fürs Gespräch. So, da habe ich eine Truhe gesehen irgendwo. Ne, es war keine Truhe, es war eine Kiste. Ich brauche unbedingt... Ich muss eigentlich... eigentlich müsste ich meine andere Mütze aufziehen. Dass ich mehr sehen kann, aber... ich will meine Rüstung jetzt eigentlich nicht weggeben. Ah, da sehe ich aber eine Truhe. Luft holen. Das Beste wäre, wenn ich jetzt einfach so einen Lava-Klotz finde. Oder kann ich Obsidian abbauen? Weil das Wasser, das nervt schon hart, ne? So, hier war doch eine Truhe, oder? Es war auch halt keine Truhe. Es war halt auch keine Truhe. Ich bin so froh, dass mein Herz mir hier noch Licht gibt. Gut, Wolfram nehmen wir dann noch mit. Wir sammeln gerade einfach auch nur noch, ne? Ich hau einfach nur noch drauf. Inventar ist auch bald voll. So. Ich
So, weiter geht's. Einfach erstmal konsequent hier nach unten graben. Wir werden schon irgendwo ankommen. Oh, hier, guck mal. Hier kommen wir zum Beispiel an. Hier ist ein Weg. Den kann ich noch gar nicht. Ein Lorenweg. Oh, guck mal. Da ist noch ein Diamant, glaube ich. Eine Druckplatte war... Eine Druckplatte? Eine Druckplatte wofür? Ja gut, und hier haben wir einfach schon mal Lava. Jetzt können wir hier ein Herz einsammeln. Im Gegenzug zu... Schlammblöcken. So. Ja, hier können wir ihm halt unser Wasser nach ableiten. Sind wir schon in der Hölle? Ist das schon so tief? Nee, in der Hölle sind wir noch nicht. Aber sehr weit weg sind wir auch nicht. Sehr weit weg von der Hölle sind wir dann auch nicht. Ich gehe mal erstmal den Weg hier entlang. Der wird mich irgendwo hinführen. Ja, natürlich. In eine Granithöhle. Ja, danke. Marmorhöhle. Das war eine Marmorhöhle. Danke auch für den Pfeil. Ach so. Ja, cool. Geil, das macht echt Spaß. Oh Mann, weiter geht's nicht. Und runter. Oh Mann. Wuhu. Ich habe neues Spielzeug gefunden. Wuhu. Oh Mann. So, bevor wir jetzt... Oh, jetzt müssen wir echt aufpassen eben. Dann eben hier den Weg folgen. Reit das noch von der Zeit? Ja, von der Zeit reit das noch. Macht uns denn hier ständig Schaden? Wir wissen, wo der Weg hier lang führt. Ist Spider Cave oder was? Spider Cave? Sieht zumindest danach aus. Aber... Anscheinend ohne Spinnen. Hier vielleicht? Passieren wir mal eben eine Fackel. Irgendwo hier müssen auch Spinnen auftauchen, oder? Ja, da war irgendwas. Da kommt doch was angelaufen. So. Das ist aber unspektakulär gerade hier. Ich dachte halt, die wäre ein bisschen Action. Ja, wie soll man sich täuschen kann. Ja, die Gegner von früher waren aber auch besser irgendwie. Naja. Oh, da unten sind welche. Da unten sind welche. Gegen die können wir kämpfen. Hello, Friends. Was geht ab? Ich bin der Icon. Ihr droppt bestimmt irgendwas Tolles, oder? Nein? Nein? Okay, habe ich mir fast gedacht. Oh, da unten kommt noch einer angecrappt. Baue ich hier mal ein bisschen ab, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Also wirklich gut war die Gegner jetzt hier nicht, ne? Geht's halt vielleicht noch ein bisschen weiter? Nee, da ist vorbei mit dem Cave.
war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sehr enttäuschend. Oh, was bist du denn für einer? Ja, guten Tag. Frisur? Nee, danke. Nee, danke. Ich kann gerade keine Frisur. Aber ein Geschäft würde ich gerne mit dir machen. Was haben wir denn da Schönes? Mana-Haarfärbemittel. Nein, danke. Leben-Haarfärbemittel. Nein, danke. Ich sehe schon, du hast Haarmittel. Sehr schön. Mit dir kann man sich die Haare färben. Na, dann gehen wir mal rasch nach Hause. Dann werden wir für die gute Dame mal ein Häuschen einrichten. Aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. Meine Lieben, macht's gut und bis zur nächsten Folge Terraria. Bye, bye.